Ich habe heute die Özlem zu Besuch und was wir machen, das erzählt sie euch nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, bevor das Video startet, ja ganz ungewöhnlich, melde ich mich hier mal kurz aus dem Off, denn ich sitze gerade im Schnitt und habe natürlich festgestellt, jetzt erst, nachdem das Video abgedreht ist, wir den ganzen Tag gestanden haben, dass eine Tonspur beschädigt ist. Das haben wir natürlich während des Videodrehs nicht gemerkt, dementsprechend ist die Tonspur nicht in Ordnung und ich habe jetzt versucht, das Beste draus zu machen. Ihr versteht alles, keine Panik. Ich möchte euch nur bitten, dass ihr mit der Kritik, was den Ton betrifft, nicht ganz so hart mit uns seid. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich musste teilweise auf den Ton zurückgreifen, den die Kamera direkt aufnimmt, der aber furchtbar hallt und auch ganz furchtbar ist. Deswegen habe ich ja auch separate Mikrofone, aber wie gesagt, eins der Mikrofone war nicht in Ordnung, dementsprechend ist die Tonspur zum Großteil beschädigt gewesen. Aber ihr hört das jetzt im Video. Es hört sich manchmal ein bisschen anders an, aber tut uns den Gefallen, seid mit der Kritik diesbezüglich nicht ganz so hart. Drückt diesmal ein Auge zu. Die Variante wäre gewesen, das Video wäre gar nicht online gegangen. Und das wäre so, so schade gewesen, denn erstens mal ist das Rezept super, super klasse. Die Torte ist der absolute Hingucker und vor allem Özlem hat sich einen richtig, richtig weiten Weg zu mir gemacht und das wäre so schade gewesen. So, jetzt habe ich aber lang genug erzählt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Viele kennen sie schon. Ich habe heute die Özlem bei mir zu Besuch. Die Özlem wollte sehr, sehr gerne und schon sehr lange vor allem mit mir mal zusammen backen. Und endlich sind wir mal zusammengekommen. Genau. Über ein Jahr geplant. Letztes Jahr kam was dazwischen. Leider. Und ich habe dich ja das erste Mal kennengelernt, damals zum großen Backen. 2015 war das, glaube ich. Da war ich ja auch mit als Ersatzkandidatin geplant, kam aber nicht zum Einsatz, aber du warst ja in der Sendung gewesen und seither ja auch sehr viel öfters im Fernsehen auch zu sehen, also wer sie noch nicht kennt, aber vielleicht magst du dich einfach erstmal vorstellen. Danke erstmal, dass es überhaupt heute möglich geworden ist, sehr gerne, dass ich hier stehen darf und ich freue mich. Trotz, dass wir bei Das große Backen nicht zusammenstanden, stehen wir aber heute hier zusammen. Genau. Und ich sage immer, Backen verbindet. Und Backen ist eine ganz andere Welt. Die Backen draußen, alle Backen, die kennen das, was ich meine. Und ja, ich war 2015 bei Das große Backen mit dabei. Habe so bis in die Mitte geschafft und bin auch froh, dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Und danach war immer die Frage, kannst du nur backen? Ich habe dann auch gesagt, nein, ich kann auch kochen. Deswegen habe ich dann 2017 bei Küchenschlacht mitgemacht. Mhm. Und da bin ich auch bis Finale gekommen mit türkischen Rezepten. Sehr cool. Und dann hieß es immer, ja, wie lebst du so und wie ist das bei dir zu Hause? Deswegen habe ich 2018 dann bei Das perfekte Dinner mitgemacht. Auch nochmal mit türkischen Rezepten. Da saß ich mit vom Fernsehen und habe ganz feste die Daumen gedrückt und mitgefiebert. Danke. Ja. Also es ist Fernsehen ist schon eine coole Sache, sage ich mal. Es macht mir Spaß. Und heute habe ich auch ein türkisches Rezept mit. Das ist ja der türkische Spinatkuchen. Den habe ich immer als, wo ich noch Single war und als Kind mit Mama immer auch gebacken. Und alle haben gedacht, dass es Kiwi-Torte ist oder Pistazientorte, weil man denkt immer, das Grüne denkt man nicht an Spinat, ans Gemüse, sondern man denkt immer halt an das Herzhafte. Genau. Süße, nicht herzhaft so. Und dann machen wir noch selbstgemachten Pudding. Mhm. Das heißt Muhallebi, also türkischen Pudding. Und da kommt ein Gewürz noch dazu. Das ist der Salep. Und das ist getrocknete Orchideenwurzel. Dann lasse ich mich mal überraschen. Also ich muss sagen, als mir Özlem das Rezept vorgestellt hat, habe ich gedacht so, Spinat im Kuchen. Aber ich habe dann Bilder gesehen, weil du hast den Kuchen ja Probe gebacken und ich war... Weil ich hatte den wirklich lange nicht mehr gebacken und da musste ich jetzt ein bisschen hin und her. Und ich habe dann TK-Spinat genommen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen frischen Spinat ist ganz wichtig. Spinat und auch Spinat ohne
Stiel, also nur gut, das Blatt. Ja. Das sagen wir dann aber auch gleich. Sagen wir auch gleich nochmal. Mhm. Und das könnt ihr aber auch alles noch im Rezept nachlesen. Aber ich habe dann die Bilder gesehen, ich bin fast vom Glauben abgefallen, aber positiv vom Glauben abgefallen. Der Kuchen sieht so fantastisch aus. Und deswegen habe ich gedacht, wir stehen heute vor Muttertag hier bei mir. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, da könnten wir doch eine richtig coole Muttertagstorte draus machen, eine Herzchentorte. Mal was ganz anderes und ich garantiere euch, optisch der absolute Hingucker, aber auch geschmacklich. Und ja, ich kenne sie noch nicht. Ich lasse mich jetzt überraschen und ich freue mich auch, wenn wir heute Nachmittag dann das Törtchen anschneiden und wenn ich es dann auch probieren darf. Deswegen, wir haben jetzt lang genug, glaube ich, erzählt. Ich freue mich natürlich, dass du dir den weiten Weg hier zu mir ins Rhein-Main-Gebiet gemacht hast. Auch vier Stunden. Die Ecke. Das war so eben um die Ecke. Nein, ich danke dir jetzt schon mal ganz, ganz vielmals. Und wir starten auch jetzt los mit den Zutaten für den Boden. Das sind genau die Zutaten das für den Boden. Das sind für den Boden. Genau. Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall 250 Gramm Spinat ohne Stiel, nur Spinatblätter, 300 Gramm Zucker, 3 Eier, eine Prise Salz, 200 Milliliter Öl, 200 Milliliter Milch, 1 Teelöffel Vanillearoma, ein Päckchen Backpulver und 350 Gramm Mehl. Okay, wir haben jetzt keinen Vanilleextrakt, wir haben Vanillearoma genommen, weil ich das immer verwende. Alternativ könnt ihr bestimmt auch Vanillezucker verwenden, Vanillezucker oder? Würde ich dann 2 Päckchen nehmen oder Vanilleschote. Oder Vanilleschote. Genau. Genau. Starten wir los mit der Zubereitung. Der Spinat wird zusammen mit der Milch in einem Mixer oder Multizerkleinerer fein püriert. Spinat ist püriert, schön fein und jetzt gehen wir weiter. Was machen wir jetzt? Genau, jetzt müssen wir halt die Eier mit der Zucker und etwas Prise Salz etwa 5 Minuten schlagen, dass sich die Menge schön verdoppelt. Okay, machen wir. Auf der anderen Seite. Genau. Ja, perfekt. So, wir haben die Masse schön hellcremig aufschlagen lassen. So, jetzt kommt das Mehl dazu. Das Öl. Nochmal. So, jetzt kommt das Öl mit dazu und jetzt müssen wir beim Spinat achten, dass es halt die Flüssigkeit nicht ganz dazu kommt. Hier haben wir ja einen Messbecher, so ungefähr, ich sage immer so 2 Tassen oder 2 Gläser Spinat muss es ungefähr sein. Ja, und die Flüssigkeit, die setzt sich hier unten so ein bisschen ab. Nein, so ganz So ganz leicht und da müsst ihr halt einfach gucken, dass ihr das so von oben ein bisschen abnehmt. Ja, das ist ungefähr, guck mal jetzt, eine Tasse. Weil wenn es zu viel ist, manchmal sagt man ja auch, ach, ich nehme jetzt alles einfach, dann kommt der Boden nicht so schön in Geltung und dann ist er nicht mehr so locker, wie er eigentlich sein soll. Jetzt perfekt. Ja, wie viel Milliliter haben wir jetzt? 400. Also wir sind jetzt hier bei der 400 Milliliter Marke, nur dass ihr einfach so einen Richtwert genau, habt. Manchmal hat man ja keinen Messbecher zu Hause. Und dann sind es ungefähr 2 Tassen. 2 Tassen, aber nicht Riesentassen, sondern 200 Milliliter Tassen. Der Spinat wird gut in den Teig eingerührt. Anschließend wird Mehl und Backpulver dazu gesiebt und das Vanillearoma noch zugegeben. Wir hätten es nämlich fast vergessen und alles wird noch vorsichtig untergehoben.
Teig ist fertig. Teig ist fertig und sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Ja, sieht so ein bisschen aus wie fein pürierter Kartoffelpüree mit Spinat. Super. Also ich bin echt mal gespannt. Hast du mal einen Löffel? Ich rieche mal an alles. Mhm. Schmeckst du den Spinat so raus? Man schmeckt ihn leicht. So leicht. Natürlich hauptsächlich die Süße des Teiges, aber man schmeckt ihn schon leicht raus. Ja. Aber nicht schlimm, gar nicht schlimm. Also ich bin jetzt mal im Kuchen gespannt. Wir backen heute in einer Herzchenbackform. Für die Mami. Die Mamis, genau. Meine Backform hat einen Durchmesser von 26 cm. Ich backe den aber auch mal in Rechteck. Der ist ungefähr so 24 mal 18 oder normalen runden. Geht auch ein 26er Form. Ja, könnt ihr natürlich alternativ machen. Wer ihn zwischendurch und kein Herzchen machen will, geht das natürlich auch. Aber da wir ja eine Muttertagstorte geplant haben, gibt es halt heute ein Herzchen. Kuchen ist im Backofen, 45 Minuten, lassen wir ihn jetzt drin und dann machen wir eine Stäbchenprobe. Genau, und dann gucken wir, ob er noch ein bisschen, ein paar Minuten bräuchte, aber ich glaube nicht. Ja, gucken wir einfach. Aber währenddessen können wir ja unser Pudding schon mal kochen. Weil der genau, ist ja die auch Creme. Nochmal, oder die Creme. Mhm. Die Zutaten haben wir hier schon aufgebaut und vielleicht möchtest du dir gerade vorstellen, was wir für die Creme benötigen. Ja, sehr gerne. Wir benötigen für die Creme 600 Milliliter Milch, 6 Esslöffel Zucker, eine Vanilleschote, ein Ei, ein Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Salep, 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Speisestärke, etwas Zitronenabrieb und 150 Gramm Creme Chantilly. Du hast jetzt zwei Sachen genannt. Ich denke mal, die Frage wird mit Sicherheit kommen, was ist Creme Chantilly, was ist Salep, hast du gesagt? Salep. Okay. Salep ist ein, eigentlich ein Getränk, das wird mit Milch aufgekocht. Das ist so zimtartig, das ist eigentlich getrocknete Orchideenwurzeln. Mhm. Und das kriegt man im türkischen Supermarkt. Mhm. Aber wenn man jetzt Salep nicht mögt oder auch nicht hat, kann man zum Beispiel 2 Esslöffel Grieß und auch 2 Esslöffel Zucker ein bisschen mehr, weil da ist ja schon die Süße drin und etwas Zimt kann man. Okay, ja, es riecht auch zimtig, genau. Deswegen hätte ich es jetzt auch da so ein bisschen in diese Richtung eingeordnet. Genau, das trinkt man auch in Weihnachtszeit oder Jahreszeit, Wintersaison. Mhm. Und so, wenn man vorm Kamin sitzt, schön mit so einem Milchgetränk. Milch ist ja nicht jedermanns Sache, aber es schmeckt. Muss man probieren. Ja, auf jeden Fall. Und Creme Chantilly ist auch, man kriegt es im türkischen Supermarkt oder auch schon online. Und ich benutze den auch nur einfach. Den könnte man mit nur Milch aufschlagen oder nur mit Wasser, mit kaltem Wasser. Und zum Beispiel, wenn man so einen Naked-Cake hat, ne, drumherum, weil die ist schön weiß. Da fragen mich auch jeder oder die schreiben mich auch immer an, was ist das denn? Weil Tortencreme ist etwas so ein bisschen beigeartig, die Creme, die Farbe durch Butter. Ja. Ne, und schmeckt auch nicht. Und das ist auch nicht zu süß und schmeckt nicht und ist schön, lässt sich schön verarbeiten. Mit was kann man es ersetzen? Das ist schwierig. Tortencreme? Tortencreme, aber wie gesagt, geschmacklich ist es schon ein bisschen anders. Aber kann man okay. ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht probiert, aber man kann ja... Aber mal davon abgesehen, also Creme Chantilly habe ich auch schon im türkischen Supermarkt gesehen. Nach dem Salep, ich spreche es bestimmt total falsch aus, habe ich natürlich auch gezielt noch nicht geguckt. Also, ja. Und gerade in Großstädten gibt es ja eigentlich fast überall. Also Salep gibt es in so Größenbehältern oder als Tüten auch zu kaufen. Ah, okay. Genau, zum 2 Esslöffeln reichen. Die sind, wie gesagt, für die Getränke und deswegen sind die auch wie diese fertigen Nescafés oder okay. Na so. Ja. Und, aber Creme Chantilly ist auch in einem 2 Tüten, sind 150 Gramm. Ich schreibe euch aber alles nochmal ins Rezept. Also so kompliziert ist es eigentlich nicht, wie sich das anhört. Ja, ich schreibe euch alles nochmal ins Rezept, durch was ihr das auch ersetzen könnt oder was es genau ist. Aber das verlinke ich euch am Ende. Wir starten jetzt los mit der Tortencreme. Für den Pudding geben wir die kalte Milch zusammen mit dem Mehl, Speisestärke, Zucker, das Ei, der Zitronenschalenabrieb, das Salep
so wie das Mark einer Viertel Vanilleschote in die Milch hinein. Rühren das Ganze erst im kalten Zustand klümpchenfrei glatt, stellen anschließend den Herd an, lassen die Puddingcreme aufkochen. Nehmen die Hitze weg, geben die Butter dazu, schlagen diese noch kräftig unter. Den Pudding füllen wir nun in eine Schüssel um und geben direkt auf den heißen Pudding noch etwas Frischhaltefolie, damit sich keine Haut bildet, und lassen den Pudding so nun auskühlen. Zwischenzeitlich ist auch der Kuchen fertig gebacken, und wenn bei der Stäbchenprobe keine Krümel mehr hängen bleiben, dann ist er fertig, und auch dieser sollte vor dem Weiterverarbeiten vollständig auskühlen. Sobald der Pudding ausgekühlt ist, kommt das Creme Chantilly dazu und muss etwa 4 bis 5 Minuten gut eingerührt werden. Die Puddingcreme sollte deutlich heller und richtig schön cremig sein. Von dem ausgekühlten Herzchenboden schneiden wir erstmal vorsichtig den etwas dunkel gebackenen Deckel ab, schneiden anschließend noch einige grüne Krümel von der Oberfläche ab, die brauchen wir nämlich für die Deko. Der Kuchen wird einmal in der Mitte durchgeteilt. Und schließlich mit der Puddingcreme gefüllt. Diesen haben wir in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle gegeben und spritzen den Pudding tupfenartig auf die erste Lage auf. Befüllen das Ganze noch mit ein wenig Obst. Hier könnt ihr ganz variabel sein, das Obst verwenden, was ihr gerne mögt. Wir nehmen klein geschnittene Erdbeeren. Da das Obst ein super, super schöner Kontrast zu dem grünen Kuchen ist, geben anschließend die zweite Kuchenlage obendrauf und spritzen den restlichen Pudding tupfenartig auf die Oberfläche. Die Oberfläche dekorieren wir nun noch mit den abgeschnittenen grünen Kuchenkrümeln sowie weiteres Obst. Auch hier könnt ihr natürlich ganz variabel sein und eure Torte so dekorieren, wie es euch am allerbesten gefällt. Und wer mag, kann vor dem Servieren die Oberfläche noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Die Torte ist fertig und ich muss echt sagen, aber ich war ja vorher schon, als du mir das Foto geschickt hast, mega, mega begeistert. Und auch jetzt, wo sie hier steht, bin ich immer noch hin und weg. Allein farblich ein absoluter Hingucker. Also ihr solltet sie auf jeden Fall einmal ausprobieren und lasst euch auf keinen Fall durch den Spinat abschrecken. Es freut mich, dass es dir auf jeden Fall gefällt. Auch wo ich die Fotos geschickt habe, auch deine Nachricht. Und aber das mit dem Muttertag auf jeden Fall im Herzform. Wie gesagt, das kann man im Rund oder eckig, aber für einen Mami sollte das mit Liebe, mit Herzform auf jeden Fall passen. Und erst bevor man halt die Torte isst, nicht verraten, dass da Spinat drin ist. Sonst traut sich wirklich keiner. Ich habe dann schon mehrmals die Erfahrung gemacht. Die essen die Torte
Und danach müssen sie erraten, ganz viele sagen, es ist Kiwi oder Pistazien. Mhm. Und wenn man aber sagt, es ist Spinat, und diejenigen, die überhaupt keinen Spinat essen, essen das aber wirklich auf. Ja. Ja, ich denke mal, wenn man weiß, da ist Spinat drin, schreckt man erstmal ein bisschen zurück. Deswegen sollte man auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltend sein. Denn die Torte ist echt hammerlecker. Wir haben zwischendrin schon mal so ein bisschen genascht. Das sollte man ja auch machen. Auch in Verbindung mit der Creme. Und ich denke auch mal, auch mit einer anderen Creme ist die Torte, der Kuchenboden echt wirklich hammerlecker. Und optisch sowas Grünes kriegt man noch nicht mal mit Lebensmitteln. Nein, das stimmt. Und das ist ja dieses aus Natur, ne? Die Farben. Das ja, ist genau. auch viel wichtig für manche. Oder auch ganz normale Schmandcreme passt auch sehr, sehr gut dazu. Das Rezept schreibe ich euch auf meinem Blog. Den findet ihr unter www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard. Und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Schaut bitte in die Infobox, denn in die Infobox verlinke ich euch auch Özlems Seiten. Du bist nämlich vertreten auf Facebook, Instagram, und ich habe einen eigenen Blog mit Rezepten oder wo ich halt überall zu finden bin. Ja, und auch deine Schulungstermine, du gibst dir auch Kurse. Kurse in der Volkshochschule in Gifhorn, und ich miete auch eine Küche an, und da gibt es halt Tortenkurse. Oder quasi Backkurse oder auch Kochkurse wie türkische Küche und Fingerfoods. Und sogar ich mache Junggesellenabschiede damit schon. Also das ist schon sehr, sehr lustig. Und wer einfach in meiner Nähe ist, das ist zwischen Gifhorn und Braunschweig in Niedersachsen. Und da bin ich zu finden. Aber einfach, wenn Fragen sind, einfach anschreiben. Ich antworte auf jeden Fall. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox, wenn ihr euch dafür interessiert. Da findet ihr alle Links, liebe Özlem. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Özlem hat sich einen über 400 Kilometer weiten Weg heute zu mir gemacht, und du fährst auch heute noch nach Hause zusammen mit deinem Mann. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dir diesen weiten Weg gemacht hast zu mir, um mit uns dieses tolle Rezept zuzubereiten. Wir haben die Torte noch nicht angeschnitten, das machen wir aber gleich und lassen sie uns noch mit einem Tässchen Kaffee, zumindest ein Stückchen, lassen wir uns. Nicht die ganze Torte. Nein. Am besten rufen wir jetzt unsere Männer an, die sind nämlich unterwegs, und die freuen sich mit Sicherheit auch nach ihren Wander- und Ausflugstouren auf ein leckeres Stück der Torte. Und ich wünsche allen Mamis alles, alles Gute zum Muttertag. Ja, das wünsche ich natürlich auch. Und wenn ihr die Torte mal nachgemacht habt, freuen wir uns natürlich auch über Fotos, die ihr uns auf unseren Facebook-Seiten oder mit dem Hashtag Torten bei OLS, also Torten bei Öls heißt das, aber... Ja, ich verlinke euch das jetzt hier. Oder auch auf meiner Instagram-Seite mit dem Hashtag Nicoles Zuckerwerk verlinkt. Dann können wir das nämlich auch sehen und auch liken. Wir wünschen euch jetzt einen wundervollen Tag, einen schönen Start in die neue Woche und allen Mamis am kommenden Sonntag einen wundervollen Muttertag, vielleicht sogar mit unserer Torte. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.